herzlich willkommen bei Grimdark Vox. In dieser Spezialfolge von Wie spielt man Warhammer 40.000 befassen wir uns mit dem ausgewogenen Spiel. Genauer gesagt mit dem neuesten Turnierspielpaket, das Games Workshop vor kurzem zur Verfügung gestellt hat. Es gibt viele verschiedene Art und Weisen, Warhammer 40k zu spielen. Man kann es narrativ spielen mit Hilfe des Kampagnenmodus, als Bier- und Brezelspiel, wo es hauptsächlich darum geht, das zu spielen, worauf man Lust hat, und man kann es kompetitiv spielen. Wer es kompetitiv spielen möchte, kommt an den Grand Tournament Packs von Games Workshop nicht vorbei. Mit dem Start der 10. Edition und der Leviathan Box inklusive Leviathan Missionen hat GW auch den Tournament Companion herausgebracht. Darin wird erklärt, wie man das Schlachtfeld so aufbaut, dass man möglichst kompetitiv spielen kann. Wir haben euch das Dokument auch in den Kommentaren verlinkt. Dies ist nur ein Begleitmaterial, das keine festen Vorschriften beinhaltet, sondern Hinweise darauf, wie man das Spiel ausgeglichener spielen kann. Es bleibt jedem Spieler und Turnierveranstalter immer noch überlassen, wie viele der Hinweise übernommen werden oder ob noch weitere Anpassungen nötig sind. Folgende Empfehlungen gibt GW vor: Leichte Veränderung im Ablauf der Missionen und Spielfeldvorbereitungen, Update einiger Karten aus dem Leviathan Missionspack, 15 empfohlene Turnierrunden, aus denen man vorgenerierte Primärmissionen, Missionsregeln und Aufstellungen auswählen kann, 4 verschiedene Geländelayouts und Ratschläge für faire Spielerpaarung und Rangfolgebestimmung. Auf den letzten Punkt gehen wir hier nicht ein, da dieses Video sich nicht an Turnierorganisatoren richtet, sondern an Spieler zu Hause. Die Veränderungen im Ablauf der Turniermissionssequenzen sind folgende. Eine Veränderung findet sich bei Schritt 2, Mission bestimmen. Statt zufällig die Aufstellung Missionsregeln und Primärmission zu ziehen, wählen die Spieler eine aus dem Leviathan Turniermissionspool. Sekundärmissionen und Wagnisse bleiben normal bestehen. Dann gibt es bei Schritt 4 eine Veränderung, Missionszielmarker platzieren. Im Turnierspiel sind die Marker keine physischen Marker mehr, sondern sind flache Punkte, die der Spieler auch betreten kann. Dies macht es einigen Fraktionen leichter, ihre Modelle richtig zu platzieren, wie zum Beispiel Knights oder auch sonstige große Fahrzeuge. Dann gibt es noch bei Schritt 5, dem Spielfeld aufbauen, eine Veränderung. Es empfiehlt sich beim Aufbau, ein Layout aus dem Turnierpaket zu nehmen. Dieses ist auf ein ausgewogenes Spiel ausgelegt und ist immer gespiegelt, sodass jeder Spieler die gleichen Voraussetzungen hat. 3 Missionen wurden für das Turnierspiel angepasst. Der rote Text im Dokument zeigt an, welche Veränderungen gemacht wurden und zählt sowohl für die Angreifer- als auch für die Verteidigermissionen. Dazu gehören zum Beispiel Anpassungen bei Siegespunkten und auch Klarstellungen, wie man diese erhält. Kommen wir nun zum Leviathan Turnier Missionspool. Alle Primärmissionen aus dem Kartendeck sind im Missionspool enthalten. Die Liste der Missionen ist so aufgebaut, dass man eine gute Auswahl an unterschiedlichen Missionen hat, wenn man ein Turnier veranstalten will. Die etwas leichteren Hauptmissionen sind hier öfters vertreten. Nur 4 der Missionsregeln haben es in den Pool geschafft: Eiskalter Regen, versteckte Vorräte, gewähltes Schlachtfeld und Störfelder. Eiskalter Regen taucht dabei öfter auf, da diese Missionsregel keinen Effekt auf das Spiel hat. 15 verschiedene Kombinationen aus Primärmission, Missionsregel und Aufstellung sind vorgegeben. Die 4 Terrainlayouts wurden ebenfalls auf die Missionen verteilt, sodass man unterschiedliche Layouts mit den verschiedenen Kombinationen spielen kann. Daraus resultiert eine Vielzahl an Spielmöglichkeiten. Schauen wir uns diese Geländelayouts einmal an. Die vorgeschlagenen Layouts sollen einen Richtwert für Spieltische darstellen und nicht als einzige mögliche Spielvariante gelten. Games Workshop selbst gibt folgende Vorgaben an. Die Abstände sind nicht fix und können individuell angepasst werden. Es sollen zwischen den Geländestücken allerdings immer 4 Zoll Korridore freigelassen werden, damit auch größere Modelle sich frei bewegen können. Die Marker können im Freien oder in Geländestücken versteckt liegen, dürfen aber nicht in einer Wand liegen. Diese Layouts benutzen hauptsächlich Ruinen als Geländeteile. Dies bietet genug Sichtlinienblockaden und Deckung für möglichst ausgewogene Spiele. Man sollte hier bedenken, dass man unterschiedliche Höhen einbauen sollte, um mehr Sichtlinien zu blockieren und zum Beispiel Sturzfeuer zu ermöglichen. Natürlich können weiterhin auch andere Geländeteile wie Barrikaden und Wälder eingebaut werden. Geländeplatten können mit Acrylplatten markiert werden. Die vorgegebene Legende bei der Darstellung der Ruinen ist folgendermaßen zu verstehen. Die gestrichelte Linie markiert die Geländeplatte. Die dünneren Linien repräsentieren Ruinenteile, die zwischen 2 und 4 Zoll hoch sein sollten, und die dicken Rechtecke sollten dann Ruinenteile sein, die höher sind. Eine Geländeplatte gibt im Spiel die Sichtlinie vor. Wenn eine Einheit hinter einer solchen Platte steht, kann von der gegenüberliegenden Seite keine Sichtlinie zur Einheit gezogen werden, auch wenn sie auf dem Tisch sichtbar wäre. Die Ruine gilt also als rechteckige Sichtblockade. Wir haben einen Tisch mit Hilfe des Layout-Vorschlags 4 aufgebaut. Ich habe dafür farbige Platten aus Papier zugeschnitten, damit der Untergrund besser erkennbar ist. Für ein mehr cineastisches Gefühl beim Spielen bietet sich aber die durchsichtige Acrylplatte besser an.
Zuerst legt man eine Spielmatte oder Pappplatte mit Geländeaufdruck aus, um dem Untergrund einen passenden Look zu verpassen. Dann werden die Acrylplatten bereitgelegt. Man benötigt 6 Platten à 12x6 Zoll, 2 mit 10x5 Zoll und 4 mit 6x4 Zoll, um alle möglichen Layouts auszulegen. Wir haben hier das Layout 4 vorbereitet. Es gibt, wie bereits erklärt, keine fixen Auslegemaße. Es ist nur wichtig, dass die Korridore breit genug bleiben, damit auch Fahrzeuge und große Einheiten wie Primarchen oder Ritter sich noch bewegen können. Anschließend wird das Gelände, wie im Layout empfohlen, aufgestellt. Dabei darf man durchaus kreativ sein. Das Spielfeld sollte nur möglichst gespiegelt sein, damit es fair bleibt und beide Spieler die gleichen Geländeteile zum Schutz benutzen können. Steht das Gelände, werden die Marker platziert. Wir haben die Mission Hammer und Amboss gewählt, weil sie das einfachste Setup darstellt. Es empfiehlt sich, große Marker zu benutzen, damit man immer sieht, wann eine Einheit in Reichweite des Markers ist. Wir beginnen mit der Mitte des Tisches, da die Abstände zur Mitte benötigt werden, um die weiteren 4 Marker zu platzieren. Diese legt man dann am besten unter die Acrylplatten, damit das Gelände nicht zu uneben wird. Natürlich ist es auch möglich, den Marker einfach auf die Platte zu legen, solange die Umrisse der Platte noch klar erkennbar sind. Hier sieht man nochmals das vollständig vorbereitete Schlachtfeld. Zum Schluss werden dann noch die Aufstellungszonen markiert. Diese werden von den äußeren Schlachtfeldkanten aus gemessen und dann deutlich gekennzeichnet. Hier kann man Würfel benutzen oder auch Aufstellungsmarker. Wichtig ist, dass die Spieler genau sehen, in welcher Zone sie ihre Armee aufstellen dürfen. Jetzt, wo die Missionen feststehen und das Spielfeld vorbereitet ist, können die Spieler ihr ausgewogenes Spiel angehen. Diese Vorbereitung muss natürlich nicht jedes Mal derart akribisch gemacht werden, wenn sich zwei Spieler auf eine Runde Warhammer 40k treffen. Sie stellt aber sicher, dass ein möglichst faires Spiel gewährleistet ist. Solltest du weitere Fragen zum Setup haben, dann schreib uns in den Kommentaren oder auf unserem Discord, wo du auch weitere Interaktionen mit uns und der Community finden kannst. Und damit es keiner vergisst, like und abonniere und der Imperator schützt auch dich vor dem ewigen Krieg.